Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zum Teil 4 unserer Beitragsreihe Blitzschnell erklärt. Heute im vierten Teil geht es um das allererste Mal entfesselnd blitzen. Das wird das Thema sein, was uns am meisten beschäftigt. Und darum soll es jetzt nur auch kurz eben angekratzt gehen, damit ihr überhaupt erstmal wisst, um was es geht. Man kauft sich einen Blitz oder man hat vielleicht einen Blitz zu Hause, aber man hat nicht die Möglichkeit, den von der Kamera wegzunehmen und irgendwo hinzustellen. Erzähl doch mal, was ist die beste und leichteste und erste Möglichkeit, die dir einfällt? Ja, genau. Die meisten denken immer, ja, ich habe da so einen Aufsteckblitz und den packe ich immer oben drauf, aber sieht immer gleich aus. Mhm. Und wir wissen, naja, das Blitzlicht von über der Kamera ist nicht unbedingt immer das schönste Licht. Nein. Deshalb haben wir im allerersten Teil auch schon gezeigt, wie man das Licht vielleicht umlenken kann. Aber viel einfacher wäre es ja, ich kann den Blitz einfach abnehmen von der Kamera und irgendwo hinstellen, wo ich ihn eben gerade haben möchte. Und wo das Licht kommen soll. Yeah. Und die allermeisten Blitze können das auch schon von Haus aus. Die haben nämlich einen sogenannten S1 oder S2-Modus eingebaut, wo hier vorne eine kleine Fotozelle einfach darauf achtet, ob irgendwo ein anderer Blitz auslöst. Mhm. Und sobald die merkt, ah, da löst ein anderer Blitz aus, wird hier drin auch mit ausgelöst. Ganz genau, da müsstet ihr aber dann trotzdem darauf achten, wenn ihr einen eingebauten Blitz in eurer Kamera habt, der ist wahrscheinlich auch auf dieses TTL gestellt. Und wenn ihr den Blitz auslöst, möchte dieser Blitz natürlich euer Motiv, was ihr gerade fotografieren wollt, natürlich auch voll ausleuchten. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr den Blitz dann so auf die schwächste Leistung einstellt, dass dieser Blitz eigentlich gar nicht ausreicht, um euer Motiv auszuhellen. Aber der Blitz kann noch so schwach sein. Diese Fotozelle so eines Blitzes erkennt es, ja, und dann könnt ihr mit diesem Hauptblitz sozusagen das Ganze aussteuern. Zu diesen ganzen Aussteuerungssachen kommen wir auf jeden Fall auch noch, da gibt es nochmal einen extra Beitrag. Ja, und dann könnt ihr diesen Blitz fernsteuern sozusagen. Genau, eine kleine Sache noch zu dem S1 und S2-Modus, den hat fast jeder manuelle Blitz eingebaut. Man muss ein bisschen gucken, wie du gerade gesagt hast, wenn die Kamera mit TTL auslösen möchte, hatten wir im letzten Teil schon gesagt, dass die dann zweimal blitzt, nämlich einmal ein bisschen, um zu gucken, wie ist die Szene ausgeleuchtet, mhm, und ein zweites Mal richtig. Und wenn ich im S2-Modus bin, ja, dann weiß mein Blitz das auch und der wartet auf diesen zweiten Blitz. Im S1-Modus würde er direkt mitblitzen. Achso, dann hätte er schon, obwohl noch gar nichts klar ist, schon gleich losgeballert. Genau. Ah, gut. Witzig war nur, als ich mir die ersten Blitze gekauft habe, du hast es jetzt hier gerade auf das Stativ geschraubt, weil ich habe ja noch die zweite Kamera, damit ihr das einmal kurz seht. Das ist eigentlich, habe ich immer gedacht, schön fürs Regal, dann kann ich mir diesen Blitz so richtig schön ins Regal reinstellen und habe mir dann aber gedacht, ja, eigentlich so ein Plastikteil brauchst du gar nicht. Und ich habe viel zu spät erkannt, jetzt so gerade gesehen, ich zeige es dir nochmal. Unten ist so ein kleines Gewinde hier dran. Und das passt natürlich auch auf jedes Stativ. Das heißt, wer noch keine Lichtstative haben sollte, der kann auch ein ganz normales Fotostativ nehmen und diese Platte draufschrauben. Ja, und dann habt ihr gleich die passende Halterung für euren Blitz. Genau, ganz wichtig, nicht wegschmeißen. Die meisten passen auch mit dem Blitz in die eigene Verpackung rein. Mhm, gut. So, aber das wäre erstmal ja die erste Möglichkeit, den Blitz überhaupt entfernt von der Kamera auszulösen. Was ist die bessere Lösung? Die bessere oder sagen wir mal komfortablere Lösung ist ein extra Blitzauslöser. Der muss auch von der Marke des Blitzes sein. Die meisten Blitze haben mittlerweile einen sogenannten Radio Trigger eingebaut. Mhm. Also die haben einen eigenen Auslöser, der dann zu dem jeweiligen Blitz passt. Und bei den meisten dieser Auslöser hat man eben auch den Luxus, dass man selber am Auslöser einstellen kann, wie stark denn jetzt jeder Blitz auslösen soll. Mhm. Und das ist, kann man sich vorstellen, deutlich angenehmer, wenn ich nicht immer zu meinem Blitz rennen muss, um genau, mal eben die Leistungen zu ändern. Und ihr seht es nicht, aber hier oben haben wir die Lampe so knapp über uns. Und ich schätze mal, über 2 Meter oben wäre dann der Blitz. Und jedes Mal, wenn man was einstellen möchte, das Ganze runter und drauf zu fahren, da bist du irre bei. Ne? Genau. Und dann ist es natürlich schön, man guckt auf die Kamera und kann natürlich an der Kamera, weil ja, der Auslöser wird ja oben auf die Kamera gepackt, kann man gleich sehen, was man da macht und wie man das Ganze natürlich auslöst. Ne? Genau. Und natürlich gibt es auch wieder Funktionen, wie auch bei den Blitzen, die ich auf die Kamera aufstecke, die dann eben nur mit einem Blitzträger für den richtigen Kamerahersteller funktionieren. Also mhm, Sachen wie TTL, HSS, da haben wir noch nicht drüber geredet, mhm, Highspeed Sync ist das, ja, die funktionieren dann auch wieder nur mit Triggern, die passend für die Kamera sind. Ganz genau. Es ist zwar unabhängig davon, diesen Blitz habe ich mir extra gekauft, weil ich könnte ihn auch als Aussteckblitz für meine Sony-Kameras benutzen. Und dieser Auslöser ist auch für Sony-Kameras, aber ich könnte mir jetzt theoretisch
hier auch für Nikon, für Canon diese Blitze kaufen, weil dieser Trigger verbindet sich mit allen Blitzen. Genau. Und was auf der Kamera drauf ist, das ist das Entscheidende eben. Genau, mhm. Das haben die meisten Blitzhersteller mittlerweile herausgefunden. Mhm. Ich brauche nur noch den richtigen Auslöser und für welche Firma quasi mein Blitz gemacht ist. Zumindest ist es so bei den meisten Marken wie Godox, Neua und auch Yongnuo. Mhm. Die funktionieren dann auch, solange der Blitztrigger von der richtigen Marke ist. Mhm. Gut, was mir dann auch noch aufgefallen ist, wenn man nicht die richtige Marke hat und das alles nicht passt, wenn man lange Ruhezeiten hat, dann schaltet sich das ganze System irgendwann aus. Und wenn man jetzt auf einer Veranstaltung ist, wo man vielleicht so eine kleine Fotoecke aufgebaut hat und dann dauert das 5 Minuten, bis der nächste kommt, dann ist auf einmal alles wieder aus und man muss wieder oben an die Blitze ran, um diese wieder einzuschalten. Hat man aber ein geschlossenes System an sich, kann man das so einstellen, dass ja vielleicht Standby, aber sobald man den Auslöser drückt, ist alles wieder aktiv. Genau, das sind so Erfahrungswerte, weshalb es immer eine ganz gute Idee ist, den Auslöser von der richtigen Marke zu haben. Auslösen tut er aber tatsächlich auch bei der falschen Marke, das haben wir schon im letzten Video gesagt. Mhm. Dadurch, dass hier unten auch wieder der eine Pin ist, um den Blitz auszulösen, funktioniert das notfalls auch. Ja, ich würde sagen, für die Einleitung soll das jetzt erstmal reichen. Wir werden uns demnächst wieder treffen und dann gehen wir mal so ein bisschen wirklich ins Eingemachte. Das war jetzt alles nur so ein bisschen die Basic Teil 1 bis 4 und dann geht es auch schon mal richtig los. Dann zeigen wir euch auch, wie wir die Kamera richtig einstellen im Verhältnis zum Blitz, was der Blitz, ja, wie wir den Blitz auch einstellen, wie wir uns langsam daran tasten, wie kriegen wir den Hintergrund dunkler oder auch heller und leuchten alles ein bisschen schicker aus, was ist hartes Licht, was ist weiches Licht und so weiter. Ja, das war erstmal die Basic. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Teil wieder. Ab zur Praxis. Tschüss. Tschüss.